Hey, yo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es die Weekend Highlights vom Main Account. Ihr werdet schon ein bisschen gespoilert, denn ihr werdet rechts unten sehen, wie ich auf der RTG stehe. Zum Zeitpunkt, wo ich das Intro aber aufnehme, weiß ich noch nicht, wie ich die RTG finische. Deswegen freut euch ja auf das RTG-Video. Das kommt entweder morgen oder übermorgen, wenn ihr das jetzt hier gerade seht. Ja, lasst gerne eine Bewertung. Das war meine beste Weekend League. Auf die Rewards könnt ihr auch gespannt sein. Vielleicht schaffen wir die 1000 Likes für die Weekend League. Das würde mich sehr, sehr freuen. Deswegen, egal ob positiv oder negativ, lasst gerne eine Bewertung da unten im Kommentar. Und ciao. So, und wir gehen jetzt rein. Erstes Spiel mit dem neuen Trupp. Ich sag ja, Ansu Fati ist der einzige Evo, den man immer sieht, Digga. Nein. Oh mein Gott, ich dachte, der giftet, Digga. Hä? Was macht der Bruder? Digga. Oh, er verschießt das leere Tor der Mbappé. Ich kaufe auch Eusebio. Digga, will er mir jetzt giften oder... Bester Mann, Z, das Trikot. Das ist das Trikot. Das ist das Trikot, Digga. Er hat so Nerven gehabt. Wäre schon längst gequittet, wenn mein Gegner zu blöd gewesen wäre, das Tor zu treffen. Oh, Team ist so gut. Shit. Schmeckt das. Neues Team gebaut, direkt 1-0 Win. Rodrigo, erstes Tor. So, das meine ich. Guck mal, mit dieser 71er Tiefe, mein Team presst den Gegner direkt so extrem. Und ich finde, gegen schlechte Gegner, also ich weiß... Pros haben gesagt, man soll eher so 44er Tiefe und so spielen. Aber ich finde, gegen schlechte Gegner, da ist das... Du verlierst einfach nicht mehr so häufig gegen schlechte Gegner damit. Du hast mehr Game-Kontrolle, weil die kommen nicht klar auf das Pressing. Ich glaube, 44er Tiefe ist gut, wenn der Gegner gleich gut ist wie du. Weil das ist halt voll konteranfällig, diese 71er Tiefe. Boah, kurz Slalom. Mach ruhig, Gegner, Bruder. Du mal drehst das noch, ich weiß. Ich weiß, Bro. Du bist in der Beton-NGU-Army, mein Freund. Da ist doch das erste Finesse-Tor von Graham. Caroline Graham Hansen. Man kann Explosive spielen, man kann... Kunde. Deswegen war ich auch am Anfang gar kein Fan. Digga, er stolpert. Oh mein Gott, was passiert hier? Deswegen war ich auch am Anfang gar kein Fan von Van Dijk, aber inzwischen war ich ihn doch ganz gut. Gegner hofft bis zur letzten Minute auf Disconnect, der Hund. Digga, der wird ja so verwöhnt schon wieder. Er ist wirklich die erste Karte, die ich aus dem Team austauschen würde. Der pfeift einfach ab, obwohl das kein Aussatz war. Der Mann spielt nur gegen Deutsche, ne? Habt ihr es auch? Al-Jabba, ich habe ihn gerade noch ausgelacht und meinte, den will niemand haben aus der Hero SBC. Jetzt wird er mich... Da ist Dembele doch. Let's go. Digga. Ich habe so den Torwart gemoved. Bruder, wie überläuft der Goretzka mein Theo Hernandez? Sie hat einfach nicht geschossen. Die hab eigentlich auf Rodrigo gespielt. Digga. Al-Jabba, Chat. Und wieder nicht rausgeklärt den Ball. Nice. Let's go, Hansen. Digga, der spielt schon stark eigentlich, Mann. Komm jetzt aber. Jawohl. Digga, durch die Beine. Oh nein, es passiert schon. Es passiert. Was? Was? Wie spät hat er gepfiffen? Du Hundesohn Schiri. Ich dachte schon, Hansen, beste Defenderin. Ich stehe mitten im Weg. Ja, moin. Ja, moin. Ja, moin. Digga. Ja, scheiß drauf, Digga. Guckt euch mal meinen QD an, wie langsam der rennt. Wen will er verarschen, Junge? Ja, GG's. 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 Nicht ein normales Tor. GG's. Man merkt einfach, wie meine Spieler so zurückgehalten werden. Wie langsam die sind und so. Mein Theo wird einfach von fucking Goretzka beim 1-1 überrannt. Junge.
Digga, die kann nicht passen, die Hansen. Wie? Krass, weiß ich nicht, wie ich das verloren habe. Geisteskrank. Oh, das sieht nach einem Mocker-Team aus. Bitte. Danke. Ja, friss das, du Hund, Digga, weil du nicht aktiv verteidigst. Nice. Der hat nicht wirklich Diaby als RM, oder? Der spielt dann Rashford, Dembele, Nkunku, Diaby als Sturm. Das ist ja wirklich... Oh nein, er macht diesen Eckball-Trick. Oh mein Gott. Richtig, let's go. Boah, der darf niemals reingehen. So ein Gegner gewesen, der war eigentlich nicht schlecht. Der hat einfach nur die Meta abused, ne? Usman und Diaby auf den Flügeln und nur über außen gerannt und probiert reinzupassen. Aber ich habe es ganz gut verteidigt bekommen. Dieser Öler, der so mit diesen Meta-Spielen vielleicht irgendwie seine 14 Siege bekommt. Oder kurz vor 14 scheitert, aber eigentlich nicht so stark ist. FC Mannheim ist kracht und pfeift shit. Go, Dembele, stark. Digga, Theo, was ist das? Mann, er rennt nur über außen und passt wieder rein, Digga. Jeder Gegner, jedes Spiel ist gleich. Ich schwöre, ich hab das Gefühl, ich bin ein fucking NPC, Mann. Weil es sich jedes Spiel so gleich anfühlt und nach außen. Ich glaube, der ist einmal aufgegangen. Ja, Mann, let's go. Geil, dass das auch mal bei mir funktioniert, diese Ecke. Der Fortnite gerade Weltmeisterschaft gewinnt, ist 11 Jahre alt. Blue Lock gegen Blue Lock. Wenn wir verlieren, dann immerhin gegen jemanden mit Geschmack. Boah, roter Timefinish. Der Timefinish ist so verpackt. Oh, wichtig, Chat. Wichtig. Also entweder kommt jetzt meine beste Weekend League oder es kommt der geisteskranke Bruch und ich verliere 2 Spiele. Geisteskrankes Tor. Geisteskrankes Tor, wie er den Ball bekommt. Digga, es kann nicht wahr sein, Hansen, was du in dem Spiel liegen lässt, Mann. Da muss ich aber auch nochmal den Schritt machen, damit er den nicht blocken kann. Let's go. Ja! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh ja, yay. Digga, nur über außen, der Bastard. Ich schwöre, seine Mutter soll nix. I, wie der Ball verspringt. I, AIDS. Er hat 10 Minuten den Ball gehalten. Ja, Digga, okay, mein Tor war auch AIDS. Aber das ist schon nochmal ein anderes Level, du Bastard, Digga. Nein, Kunti rückt raus. Ja, GG's. Ja, Digga, ich weiß nicht. Also 2 Spiele wirklich gegen einen denselben Gegner, glaube ich, gewonnen, der einfach nur reingelackt hat und über außen gerannt ist. Das ist so krass dieses Jahr. Casey's in der Viewerlist. Digga, dieser Augeleger. Hatewatch, da ist das Chat. So, hiernach wird eine Pizza bestellt. Gucken, ob die mit guter Laune oder mit schlechter Laune bestellt wird. Ronaldinho Leihspieler. Gut, scheiß auf die Pizza. Ich esse heute nichts mehr. Ich habe den Ball nicht mal gehabt. Ich hab den Ball nicht mal gehabt, du Sohn einer Hure, Digga. Roberto Carlos, Leihspieler, ich kann das nicht. Nein. Ich fick dieses Spiel, wenn ich jetzt das letzte Spiel verliere, ne? Der ist so dogshit.
Warum lässt er den Ball durch, Junge? Ich war 3 gegen 1. Mbappé lässt den Ball durchklauen. Digga, was sehe ich? Was sehe ich? Digga, du bist so shit, Digga. Bruder, was hat der gemacht? Geh mal raus, Junge, du dreckiger Bastard mit deinen Leihspielern, bevor ich deine Mutter... Hier kriegst du noch einen Greedy zum Abschied. Abdel Hadi 20, Bastard. Tschüss. So ein angenehmes Spiel im letzten, aber Bruder, was? Er macht einfach Anstoßfaktor. So, Chat, ich mache eine schnelle Wette. Eine Minute Zeit für die Player-Picks. Was kriegen wir denn überhaupt? Einmal 4x85 plus und einmal 2x86 plus. Und zwei ultimative. Wie viele Münzen? 100k. Oh, schmeckt. 43% sagen, ja, wir ziehen eine 89 plus. Okay. Erster Pick. Gib mir Special Cards. Gib mir Special Cards. Gib. Oder wenn ein die Weekend League nicht bricht, dann brechen die Rewards, ne? Dann brechen die Rewards. Den habe ich schon on Trade. Oh mein Gott, Digga. 8,84er bisher. 88. Boah, Kracher. Geisteskranker Kracher, Bruder. Was ist das denn? Hätte ich mal 88 plus gemacht. So, kurze Teambewertung. Also, fangen in der Abwehr an. Ich muss sagen, Eder Militao ist ja nur neu. Theo habe ich auch lange nicht mehr gespielt. Haben mir beide eigentlich gut gefallen. Mike Nunn war auch gut. Ich muss wirklich sagen, das war eine Weekend League, die mir richtig Spaß gemacht hat. Wir haben 2 Spiele verloren, aber beide mit einem Tor Unterschied. Und die wirklich nur wegen EA Aids. Also das Team hat sich jedes Mal gut spielen lassen. Die Server waren heute auch on fire. Muss ich sagen, war jedes Spiel eigentlich gutes Server. Außer im letzten, da war Mbappé ein bisschen Struggle gerade. Also Abwehr war top. Puteas habe ich so krank vermisst. Die ist so geil gewesen wieder. Bellingham, eigentlich ein bisschen unauffällig. Hat auch kein Tor gemacht, aber 5 Vorlagen. Aber insgesamt schon richtig gut. Also ich glaube sogar, also ist das beste Mittelfeld, was ich bisher gespielt habe, die beiden. Gehen wir Herrn Hansen machen wir zum Schluss. Usman war auch wieder solide. Über den Preis reden wir nicht. Mbappé. Mbappé in manchen Spielen unsichtbar. In manchen Spielen der Game-Winner. Rodrigo ist auf die Vorlagen ein bisschen mockig, sage ich ehrlich. Aber den muss man auch auf dem Sturm spielen und nicht auf dem Flügel, glaube ich. Aber insgesamt eigentlich schon solide. Und Hansen, 20 Spiele, 25 Tore, 10 Vorlagen. Und eigentlich sind das nur 18 Spiele, weil wir einen gegiftet bekommen haben und einer ist bei 0-0 gequittet. Also die Frau hat Mbappé heute teilweise so die Show gestohlen. Aber die haben sich irgendwie abgewechselt. Das haben nie beide rasiert. Sie hat mal ein Spiel 3 Tore gemacht und dann hat Mbappé ein Spiel 3 Tore gemacht. Aber Hansen wirklich crazy. Bester Sturm, den ich auch gespielt habe. Also Hansen, Mbappé ist safe besser als PD Mbappé gewesen. Ich würde sagen, wir fangen mit den 100k-Sets an. Nehmen wir diesen 125er. 125k-Set. Was ist sie für eine scheiß Lidl-Verkäuferin, Digga? Casey, Bruder, ich habe vorhin schon gesagt, Digga, du kleine Ratze, Digga, ich wünsche dir, dass du heute von deinem 9:1 auf ein 13:7 gehst. Das wünsche ich dir inständig. Das wünsche ich dir inständig. Ich bin heute der größte Hate-Watcher, den du je hattest. Ist das geisteskrank, was ich hier gerade erleben musste. Das war, also schlechter geht's nicht. Es war nicht ein Spieler was wert, es war nur Futter. Es war nur Futter. Digga, und diese Bastarde im EA-Headquarter, die haben gesagt, sie changen die Rewards, damit die jetzt besser sind. Oder gib mir meine Red Picks. Aber es ist immer so, wenn die Weekend League nicht bricht, dann brechen die Rewards.